Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder mit einem neuen Reaction-Video. Ich reagiere heute auf den neuen Trailer Violent Night mit David Harbour, bekannt als Hopper aus Stranger Things. Der spielt hier den Santa Claus und Violent Night klingt jetzt nicht gerade nach dem familienfreundlichsten Weihnachtsfilm. Ich will auf jeden Fall mal reinschauen und ich bin gespannt, um was es geht und ob der Titel hält, was er verspricht. Ich bin sehr gespannt und dann labere ich gar nicht weiter rum, sondern bleibt mir nur noch zu sagen, ab geht's. You're not driving, are you? I steer a little, but the reindeer do most of the work. Geht ja schon gut los. This is my fourth year as a Santa. How about you? Ein saufender Santa. We decided that you could have one gift. Early. What is it? That is a direct hotline to Santa Claus himself. Aha, ein Walkie-Talkie zu Santa. Welcome to your worst Christmas ever. Let's go! Und die Bad Group. Wien stirbt langsam, nur ohne Bruce Willis diesmal. Das John Leguizamo. Der Violator aus Spawn. I don't want any trouble, okay? Somebody's gonna scooch up that chimney. Und Heather Sack. Oh! My name's Trudy, like so. Are you Holy moly. Yeah, Trudy. Santa? No, my nice list. Santa Claus is coming to town. Time for some season's beatings. Feiertagsschläge. Nee, nee. Geht's nicht. And what do you do to the naughty ones? I give them a lump of coal. Where is it? Gotta watch. I believe in you, Santa. David Harbour's Santa Claus. Violent Night. Come on. Which one of you did that? Prancer? So unprofessional. In Cinemas December 2nd. Okay. Ja, grandios, was ich ja gerade gesehen habe. Ich habe nicht gedacht, dass der tatsächlich so brutal ist. Ja, oder solch brutale Szenen enthält. Also definitiv ein Weihnachtsfilm für die ganze Familie am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag nicht. Aber David Harbour als Santa Claus, der seine Naughty List abarbeitet auf eine ziemlich rabiate Art und Weise. Aber das ist dann so ein Film, wo man sich dann immer denkt, die haben es verdient. Also allein für den Trailer würde ich jetzt schon 5 von 5 Weihnachtskugeln geben. Zur besinnlichen Zeit wird das bestimmt ein entspannender Film im Stile von Stirb langsam oder Santa's Lay. Ich möchte den auf jeden Fall sehen. Ich mag David Harbour als Schauspieler schon als Hopper in Stranger Things. Finde ich ihn klasse. Und schreibt mir doch in die Kommentare, ob euch der Trailer auch gefallen hat und ob ihr vorhabt, diesen Film auch anzugucken im Kino oder im Heimkino oder ob ihr gar nicht so drauf steht, wenn es um die Weihnachtszeit geht und in so einem Film geprügelt wird und dann vielleicht noch ein bisschen Blut spritzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Weihnachtsglocke, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich sage tschüss, ciao, auf Wiedersehen, ich bin raus, bis zum nächsten Video, euer Baltasaro.